Behind His Mask. Eine Steckspin-Fanfiction von Drachenmädchen. Kapitel 53. Point of View. Tim. Stegi? Unsicher blickte ich zu dem blonden Jungen, welcher, den Rücken zu mir gewandt, vor dem offenen Fenster auf dem Fensterbrett saß und in die dunkle Nachtluft starrte. Ich wusste nicht, was mich dazu bewegte, ihn für meine Verhältnisse so sanft anzusprechen. Vielleicht war es, weil er mir irgendwie leid tat. Es war das erste Mal, dass ich ihn wirklich ansprach, seit er mich... Nein, seit wir uns geküsst hatten. Ich hatte keine Ahnung, was heute mit dem Jungen los gewesen war. Er war irgendwie komisch gewesen. Stiller als sonst. Vielleicht hatte es was mit dem zu tun, was Herr Triss mit ihm besprechen wollte. Vielleicht hatte er mich doch verraten. Und Herr Triss hatte ihm nicht geglaubt. Aber das glaubte ich eigentlich nicht. Immerhin war es letztes Mal auch jemand anderes gewesen, der mich verraten hatte. Ich musste unbedingt noch mit dieser Person ein Wörtchen reden. Dennoch, Stegi verhielt sich seltsam. Natürlich, er redete auch sonst nicht, aber er hatte irgendwie sich allgemein stiller verhalten. Stiller geweint. Genau genommen hatte er nicht einen einzigen Laut von sich gegeben, als ihn immer und immer wieder Schläge trafen. Wenn ich so darüber nachdachte, hatte er sogar nicht einmal geweint. Seine Augen waren bloß rot angeschwollen gewesen. Die Augenringe waren deutlicher denn je zu sehen. Doch das Schlimmste war mit Abstand sein Blick gewesen. Er war nicht angsterfüllt, nicht kalt oder voller Hass. Nicht ein einziges Gefühl zeigte er an diesem inzwischen kalten Tag. Seine Augen waren einfach leer. Wenn man ihn so ansah, bekam man das erschreckende Gefühl, in eine leere Hülle zu schauen. In tote Augen. Stegi? Fragte ich erneut. Wieder reagierte er nicht. Mit vorsichtigen Schritten näherte ich mich dem Blonden. Alles okay? Stille. Wollte er mich bloß verarschen? Wollte er mir nur ein schlechtes Gewissen machen? Aber selbst wenn, was für eine Antwort erwartete ich überhaupt? Ein alles okay definitiv nicht. Er war soeben verprügelt worden. Von einem Jungen, den er vor noch wenigen Tagen geküsst hatte. Von einem Jungen, der ihm noch vor wenigen Tagen seine Jacke gegeben hatte. Von einem so schrecklichen Jungen wie mir. Kopfschüttelnd wandte ich mich wieder von Stegi ab. Wieso machte ich mir überhaupt Sorgen? Gerade wollte ich mit schnellen Schritten das Zimmer verlassen, als mich ein unterdrücktes Schluchzen innehalten ließ. Dann herrschte wieder Stille im Raum. Ich war wie erstarrt. Klar, ich hatte den Jungen schon einige Male heulen sehen. So eine Heulsuse. Aber jedes Mal hatte er still geweint. Manchmal war da ein ganz leises Schluchzen gewesen, aber diese Schluchzer waren jedes Mal so minimal, dass sie eigentlich nicht auffielen. Stegi hatte die Schläge einfach hingenommen, sich nicht mal gewehrt. Nie hatte er sich gewehrt. Ohne ein Wort zu verlieren, lief ich langsam wieder auf den Blonden zu und stellte mich stumm schräg hinter ihn. Noch immer hatte er seinen Blick abgewandt. Die Arme um die an den Körper gezogenen Beine geklammert, die Augen in die endlose Ferne gerichtet, saß er da, auf dem Fensterbrett, ohne sich auch nur einen Millimeter zu bewegen. Ich wusste nicht, was mich dazu bewegte, aber vorsichtig legte ich Stegi eine Hand auf die Schulter. Bei der Berührung zuckte er heftig zusammen, duckte sich automatisch von mir weg, als habe er mich die ganze Zeit wirklich nicht bemerkt. Oder als sei er keine Berührung mehr gewohnt, die keine Schläge waren. Er wirbelte herum, starrte mich mit erschrocken aufgerissenen Augen an. Man sollte meinen, dass man nun Schrecken, Angst, Wut, irgendetwas in seinen Augen sehen konnte, doch dem war nicht so. Nur unendliche Leere herrschte in dem grün-blauen Blick. Rote Striemen zogen sich über sein Gesicht, Tränen schimmerten matt auf seiner Haut, stumm rann sie ihm aus den Augen. Er wirkte so erschöpft und fertig,
wie ich ihn noch nie zuvor gesehen hatte. Was ist los? Meine Stimme zitterte leicht. Ich hatte Angst vor der Antwort. Der Blonde starrte mich nur an. Sein Gesichtsausdruck zeigte noch immer nichts. Das Einzige, woran man sehen konnte, dass er keine Statue war, waren die laufenden Tränen, das leichte Zittern seines Körpers und das immer wiederkehrende, in heftig erschütternde Beben. Dann, plötzlich, ohne Vorwarnung, warf er sich mir um den Hals. Seine Arme klammerten sich um meinen Körper. Er presste seinen Kopf in meinen Pullover. Es missfiel mir, zuzugeben, dass ich seit vorgestern Abend seinen warmen Körper dicht an meinem kaum aus dem Kopf bekam. Aber es war so. Ich vermisste ihn. Ich vermisste es, ihn so nah bei mir zu haben. Und jetzt fühlte er sich wieder so verdammt gut an. So verboten gut. Leichtes Schluchzen war zu hören. Ich spürte den kleinen Körper heftig zittern. Diese Situation überforderte mich vollkommen. Er war... Stegi unterbrach sich, presste sich eine Hand vor den Mund. Vermutlich, um mein lautes Schluchzen zu unterdrücken. Er ist weg. Ich verstand absolut nicht, wen oder was er mit er meinte, wo er hin war, was passiert war, aber was ich verstand war, dass der blonde Junge vor mir zerstört war. Wenn er auch niemals jemanden gebraucht hatte. Jetzt brauchte er jemanden, der ihn in den Arm nahm. Jemanden, der für ihn da war. Wenn ich so darüber nachdachte, musste ich zugeben, dass Stegi immer stark gewesen war. Logisch, er hatte geweint. Er hatte geschrien, sich von der Welt zurückgezogen. Aber er hatte nicht aufgegeben. Viele hätten längst aufgegeben. Viele wären zu Lehrern gerannt, hätten die Schule gewechselt. Vielleicht hätten sie sich etwas angetan, doch nicht er. Ich wusste nicht, wie er das machte, woher er die Kraft nahm. Vermutlich hätte ich an seiner Stelle schon längst aufgegeben. Und das war der Augenblick, in dem ich realisierte, wie viel stärker als ich dieser Junge eigentlich war. Trotzdem hatte auch Stege Grenzen. Grenzen, an denen er es alleine nicht weiterschaffte. Grenzen, an denen er brach. Stegi? Flüsterte ich leise und einem unbestimmten Drang folgend legte ich meine Arme schützend um ihn. Sofort spürte ich, wie der Blonde sich noch fester an mich klammerte. Ich spürte, wie er zitterte. Wieso auch immer, bei seinem Anblick stiegen mir Tränen in die Augen. Dabei war er mir doch gar nichts wert. Was auch immer ihn dazu gebracht hatte. Es war geschehen und anscheinend hatte es ihn so weit gebracht, dass er selbst bei seinem wohl schlimmsten Feind Schutz und Hilfe suchte. Fest drückte ich den zitternden Jungen an mich, spürte, wie mein Pulli langsam schon durchweichte. Seine Hände krallten sich in meinem Rücken fest, als wäre ich ein Fels im stürmischen Meer. Sein Felsen. Alles wird gut. Flüsterte ich in seine Haare, woraufhin ich heftiges Kopfschütteln ernte. Unsicher strich meine Hand über seinen Kopf hinweg. Ich verspreche es dir. Der Kleinere ließ ein leises Schluchzen hören, ehe er seine Arme noch einmal fester um meinen Körper schlang und zu zittern begann. Ich schluckte, versuchte vergebens etwas Hilfreiches zu sagen. Als mir nichts einfiel, drückte ich den Blonden einfach ein wenig fester an mich, versuchte ihm Halt zu spenden. »Willst du es mir erzählen?« fragte ich leise, während meine Finger nervös mit seinen Haaren spielten. Ich spürte, wie Stege sich in meinen Arm bewegte, wie er seinen Kopf hob, mich ansah. Seine grünblauen Augen waren rot umrandet und nass. Sie wirkten immer noch leer, aber es war, als wäre ein Stückchen Leben in ihn zurückgekehrt. »Ja«, antwortete er so leise, dass ich es kaum gehört hatte. Seine Stimme klang kratzig, so als hätte er sie lange nicht benutzt. Aber nicht jetzt. Ich nickte leicht, lächelte ihn aufmunternd an. Alles gut. Erzähl es mir wann anders. Und vermutlich wussten wir beide, dass es kaum eine Chance für wann anders geben würde.
aber in diesem Moment gaben wir uns der Illusion hin. In diesem Moment fühlte es sich gut, an ein Stück glückliche Zukunft zu glauben. Er atmete tief aus, lächelte mich an. Es sah nicht wirklich fröhlich aus unter den Tränen, aber es wirkte echt. Danke. Er lächelte noch immer leicht. Fragend sah ich ihn an. Danke, dass du gerade für mich da bist, obwohl du mich hast. Ich wollte den Mund öffnen, um etwas zu entgegnen. Irgendetwas. Ein Satz hätte genügt. Vielleicht sogar ein Wort. Aber ich schloss den Mund. Ohne etwas zu sagen. Und an diesem Tag redeten wir. Ich hatte Stegi noch nie so viel reden hören. Ich hatte nie gedacht, dass er so viel hergab. An diesem Abend erfuhr ich, dass Stegi es liebte zu zeichnen. Er hatte mit 3 Jahren mit Krakeleien angefangen, aber schon relativ früh waren diese zu richtigen Bildern geworden. Und er zeichnete gut. Das musste ich zugeben. Am liebsten malte er Menschen, über die er viel nachdachte. Musste ich zugeben. Während er das erzählt hatte, waren mir Erinnerungen in den Kopf geschossen. Er hatte mich damals gemalt, vor über 1/2 Jahr, als ich ihn noch vollkommen gehasst hatte. Bei diesem Gedanken unterbrach ich mich. Denn das tat ich doch immer noch, oder? Ich erfuhr, dass Stegi es liebte zu joggen und zu rennen. Er liebte die Natur, er liebte Tiere. Er wollte immer einen Hund haben. Aber nie hatte er einen bekommen, weil seine Mutter eine Hundeallergie hatte. Er liebte Fantasy und Science Fiction. Stegi erzählte, wie sehr er Star Wars liebte und dass er Harry Potter mochte. Stegi war ein Fan von Chrissy Constanza, einer Sängerin, die er absolut gut aussehen fand, deren Musik er aber nicht leiden konnte. Als er das erzählt hatte, hatte ich lachen müssen. Denn egal wie süß diese Erzählung war, gleichzeitig war sie doch so verdammt oberflächlich. Stegi redete über Erlebnisse aus seiner Vergangenheit. Er sprach über seine geliebte Schwester, die er so sehr vermisste, weil er mit ihr ein so enges Verhältnis hatte. Als ich ihm sagte, er könnte sie ja in den Ferien immer wiedersehen, hatte er nur genickt und schwach gelächelt. Und er hatte von seiner Mutter erzählt, von seinem Vater. Er hatte gelächelt während der Erzählung, obwohl seine Augen die ganze Zeit geglitzert hatten. Vermutlich, weil die Erinnerungen ihn so glücklich machten. Und vermutlich, weil er sich so sehr darauf freute, sie alle bald wiederzusehen. Der Junge erzählte mir, dass er eigentlich immer der Lauteste der Gruppe gewesen war. Er hatte immer als Klassenclown gegolten, nichts ernst genommen. Er erzählte, wie glücklich er war. Warum er so geworden war, wie er heute war, erzählte er aber nicht. Aber er sagte, dass er bald wieder richtig glücklich sein würde. Er erzählte, wie sehr er sich freute, bald wieder bei seiner Familie zu sein. Es war schön, ihn so glücklich zu sehen. Auch ich erzählte viel. Ich sprach über meine alte Schule, über meine alten Freunde. Ich erzählte von meiner Familie, von Urlauben, die wir zusammen erlebt hatten. Der Blonde erfuhr von meinen Brüdern, von meinem Vater und von meiner Mutter. Ich redete darüber, wie sehr ich es liebte, Basketball zu spielen und dass ich gerne mal die Welt bereisen wollte. Steglitz erfuhr von meiner Liebe zu Tieren, insbesondere zu Hunden. Ich erzählte ihm von meinem früheren Hund, einem Border Collie, der leider vor einigen Jahren verstorben war. Ich erzählte, dass ich es liebte, bei mir zu Hause die Musik ganz laut aufzudrehen und dann einfach im Zimmer rumzutanzen. Ich erzählte, dass ich als Kind eher dicker gewesen war, aber dann plötzlich gewachsen war und auf einmal ein Lauch geworden war. Ich erzählte, wie ich Sport für mich entdeckte. Ich erzählte, wie ich dauernd joggen ging oder Basketball spielen oder ins Fitnessstudio. Reden tat auch ich darüber, dass ich Star Wars liebte und auch Harry Potter. Ich erzählte, wie sehr auch ich Fantasy und Science Fiction mochte. Ich berichtete ihm von meinen Lieblingsspielen und erzählte ihm, dass ich absolut unbegabt in jeglichen künstlerischen Bereichen war. Wir redeten lange und die ganze Zeit saßen wir Schulter an Schulter nebeneinander und Stegi hatte seinen Kopf an meinen angelehnt. Irgendwann hatte ich meinen Arm um ihn gelegt und ihn zu mir gezogen. Ich hätte nie erwartet, dass wir so gut miteinander reden konnten. Ich wusste nicht mal, warum ich dieses Gespräch zuließ. Aber in diesem Moment funktionierte es.
und es ließ meine Zeit stillstehen. Es war perfekt. Und so war es bereits spät, als Stegi beschloss, sich ins Bett zu legen. Als er das verkündete, spürte jedoch ich abermals einen tiefen Stich im Herz. Er klang mit einmal wieder so ausgelaugt, so traurig, so zerbrochen. Kurz darauf lag der blonde Junge in seinem Bett. Die Decke hatte er bis unters Kinn gezogen. Seine Haare hingen ihm nass von den Tränen im Gesicht. Seine Wangen zierten noch immer rote Striemen. Immer wieder erschauderte er. Und ohne, dass ich es wollte, tat er mir leid. Es tat mir weh, ihn so daliegen zu sehen. Tat mir weh, zu sehen, wie zerbrochen und kaputt dieser Junge war. Ich schloss gerade die Augen, als erneut leises Schluchzen an meine Ohren drang. Ich warf Stegi einen Blick zu. Er zauderte, als ich ihn da zitternd und weinend liegen sah. Noch immer wusste ich nicht, was los war. Nur, dass es schlimm gewesen sein musste. Ich seufzte kurz, schlug die Bettdecke zurück und stand auf. Nur in Boxershorts tapste ich hinüber zu Stegi, beugte mich über ihn. Alles okay? Es war eine dumme, unnötige Frage. Nein, natürlich war nicht alles okay. Und in diesem Moment traf ich eine Entscheidung, von der ich nicht wusste, ob sie gut oder schlecht war. Ob sie überhaupt helfen würde oder alles nur noch schlimmer machen würde. Aber dennoch schlüpfte ich leise neben Stegi ins Bett, kuschelte mich mit ihm unter seine Decke. Ich spürte, wie der Junge neben mir erstarrte und mich mit großen Augen ansah. Statt sein Erstaunen, Erschrecken oder was auch immer weiter zu beachten, zog ich ihn an meine Brust und legte meine Arme fest um seinen Körper. Der Körper des Blonden war unglaublich kalt. Beruhigend strich ich Stegi durchs Haar und spürte nach einer Weile, wie er sich enger an meinen nackten Oberkörper drückte. Vorsichtig legte er seine Hände an meine Brust. Ein mir unbekanntes Kribbeln begann sich augenblicklich in mir auszubreiten. Hitze breitete sich in meinem Körper aus. Und es fühlte sich gut an. Es fühlte sich gut an, hier neben Stegi zu liegen. Es fühlte sich gut an, ihn in meinen Arm zu halten. Es fühlte sich gut an, ihm so nah zu sein. Das Zittern von Stegi wurde weniger und nach einer Weile merkte ich, wie seine Atmung gleichmäßiger wurde. So eng ich konnte, drückte ich den kleinen Körper an meinen heran. Sanft drückte ich Stegi einen Kuss aufs Haar. Was mich zu all dem hier bewegte, konnte ich nicht sagen. Ich hatte keine Ahnung, wieso ich so etwas tat. Aber zwei Sachen wusste ich. Erstens, dass sie würde eine Ausnahme bleiben. Und zweitens, es war toll. Anders als alles, was ich je gefühlt hatte, aber intensiv und zugleich beruhigend. Viel zu schön dafür, dass ein Junge, der zudem noch Stegi war, der war, der dieses unglaubliche Gefühl in mir auslöste. So, hallo Handy. Hilfe? So, das war wohl die Werbung von Wattpad, die sich nicht stumm schalten lassen hat, weil es eine Demo-Version von dem Spiel war. Danke dafür. Jedenfalls. Wenn ich manchmal irgendwelche Sachen wie zum Beispiel Tom statt Tim oder Steglitz statt Stegi mitlese, dann meistens, weil ich halt in den Kommentaren mitbekommen habe, dass viele Leute diese Unfälle mochten und ich mochte diese kleinen Unfälle, bei denen sich Drachenmädchen verschrieben hat, auch und dann habe ich die halt damit reingenommen. Denn ich meine, weil scheiß auf Steckspferd, Stamm ist viel besser. Aber gut. Das habe ich offiziell nie gesagt. Es geht nichts über Steckspferd. Also, schau bei Kristallkiste vorbei, schau bei Drachenmädchen vorbei. Es ist wieder unter 20 Minuten. Ja, aber sonst wird das so lang und darauf habe ich keine Lust. Obwohl ich eher alles hintereinander aufnehme. Also, schau bei Kristallkiste vorbei, schau bei Drachenmädchen vorbei, lass Kritik da und bis zum nächsten Mal. Tschüss!